Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Münchner Stiftungsnetzwerk Größt Digital. Heute Suchmaschinenoptimierung für NPOs. Wie wird meine Website sichtbar? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Früher hat man die Auskunft angerufen, wenn man eine Telefonnummer suchte oder eine Adresse. Heute fragt man Google und auch fast nur Google. Denn so im weltweiten Suchmaschinenmarkt hat Google ganz aktuell etwa 87% Marktanteil. Bei den mobilen Endgeräten sogar noch mehr, da ist es 94%. Ja, und Google selber als Wort, ich habe mal nachgeschaut, gibt es bereits seit 2004, also schon eine etwas länger anhaltende Dominanz, auch um die man nicht herumkommt. Ja, na, Google findet Internetadressen, auch die ihrer Organisation. Und damit die Website schnell gefunden wird und auch vielleicht mehr als ein digitales Türschild ist, ist die Optimierung der Homepage ein zentrales und wichtiges Thema. Denn der beste Inhalt wird nicht gelesen, wer nicht ansprechend dargelegt wird. Es gibt keine relevanten Informationen, also wird die Seite weggeklickt. Ja, oder es gibt auch keine geeignete Suchantwort und da wird man schon gar nicht gefunden. Sie merken also, bei der Betreuung einer Website gibt es viele spannende Themen. Das Layout ist das eine, aber wichtige zentrale Punkte sind eben zum Beispiel: Wie wird die Website für Suchmaschinen sichtbar? Was wird bei Rankings einbezogen? Wie kann ich Suchmaschinenoptimierung beginnen? Ja, und was sollte ich vor allen Dingen einfach auf meine Homepage auch schreiben, dass es gefunden wird? Alles diese Themen werden wir heute besprechen mit Ihnen, etwa 45 Minuten. Und da freue ich mich sehr, dass ich das nicht alleine machen darf, sondern mit der Partner dabei habe. In dem Fall jetzt ganz exemplarisch Ramona Dietrich von der Faktum Ehrlichen Kommunikationsagentur. Sie wird gleich das Seminar halten. Sie ist die PR-Beraterin dort und für dieses Thema die Fachfrau. Eingeblendet ist auch Jörg Rödlingshöfer. Er ist Geschäftsführer der Agentur und wird Sie jetzt noch ein bisschen begleiten und auch einführen. Ich von meiner Seite aus sage erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Freue mich auf eine ja, interessante Dreiviertelstunde und gerne auch wieder Ihre Fragen, wenn es kommt, dazu reinkommen. Jetzt bitte an Sie, Herr Rödlingshöfer. Ja, lieber Herr Opitz, vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen. Heute mit einem auch unserer Ansicht nach sehr spannenden und sehr aktuellen Thema, eben Suchmaschinenoptimierung. Ich denke, der Begriff ist auch bei den meisten schon mal aufgetaucht, geistert immer mehr herum, wird immer relevanter in den jetzigen Zeiten. Es bringt ja, wie der Opitz auch schon gesagt hat, die schönste Webseite nichts, wenn sie dann bei Google nicht gefunden wird. Und dazu muss man doch einiges auch investieren, damit das Ganze erfolgreich wird. Und da wollen wir einführend mal ein paar Tipps dazu geben, wie das gelingen kann. Und ja, Ramona Dietrich wird eben jetzt durch die Präsentation führen. Sie ist hier die Expertin. Ich freue mich sehr ebenfalls auf Ihren Vortrag, ja, und wünsche jetzt viel Vergnügen. Der Chat ist offen. Sie können jederzeit gerne Fragen einstellen, die wir versuchen werden, dann am Schluss auch zu beantworten. Genau, so viel vielleicht von mir an dieser Stelle. Ramona, leg los. Genau, ja, danke von mir auch nochmal für die Einführung und herzlich willkommen an alle, die jetzt dabei sind und sich hier mit uns mal eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde genau mit Suchmaschinenoptimierung, mit SEO beschäftigen wollen. Also wir hatten jetzt eh schon eine Einführung. Klar, wichtig ist es, die Website auf Google in Suchmaschinen nach oben zu bringen, weil natürlich einfach die Website ein wichtiger Vertriebskanal ist oder immer noch wichtiger wird und Google ein wichtiger Zubringer einfach für Nutzer meiner Website ist. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht. Wir fangen natürlich an mit einer kurzen Definition. Also was bedeutet SEO überhaupt? Was ist Suchmaschinenoptimierung? Warum soll ich das überhaupt machen? Was brauche ich auch für Grundlagen? Was brauche ich für Voraussetzungen, um mit SEO zu beginnen? Und auf welche Suchanfragen will ich denn überhaupt ranken? Also, was suchen denn meine Zielgruppen? Wie komme ich da drauf? Welche, ja, Begriffe sollte ich vielleicht auf meiner oder welche Themen sollte ich auf meiner Website unterbringen? Genau, und dann gehen wir direkt auch in die Optimierung rein. Also, was muss ich bei der Optimierung beachten? Die On-Page-Optimierung betrifft quasi alles, was auf meiner Website zu sehen ist. Also das betrifft die Überschrift, das betrifft den Text, das betrifft Bilder. Was kann ich da konkret schon tun, um meine Website eben so zu optimieren, dass die Suchmaschine sie gut findet und dass natürlich aber auch die Nutzer sie gut finden? Dann gehen wir kurz darauf ein, was hat es überhaupt mit Tracking auf sich? Welche Rolle spielt das Monitoring? Wie oft muss ich das vielleicht machen? Warum sollte ich das machen? Muss ich das überhaupt machen? Und am Ende gehen wir noch kurz auf die Off-Page-Optimierung. Das ist quasi das zweite Pendant. Also alles, was unabhängig von meiner Seite passiert. Also irgendwelche Links, die auf meine Seite führen. Genau, das ist die Off-Page-Optimierung. Da gehen wir auch am Ende noch ganz kurz drauf ein.
Ja, wie gesagt, Fragen gerne im Chat stellen. Sie können da einstellen, ob das nur für die Diskussionsteilnehmer sind. Also das sind eben wir, der Herr Opelt, der Herr Rüttlingshöfer und ich oder auch an alle Zuschauer. Das können Sie sich selbst quasi überlegen, ob Sie es an alle stellen möchten oder nur an uns. Und wir gehen dann gerne am Ende auf ein paar Fragen je nach Zeit dann auch ein. Genau, wir beginnen jetzt mal mit der Definition. Was ist SEO? Was heißt SEO? Also SEO ist quasi die Abkürzung für die Suchmaschinenoptimierung, kommt vom englischen Begriff Search Engine Optimization. Und SEO hat quasi zum Ziel, wie gesagt, eben, dass ich organisch, also ganz natürlich, mehr oder weniger natürlich, ganz oben oder möglichst weit oben in den Google-Suchergebnissen stehe. Also wir wollen möglichst weit oben stehen mit unserer Seite. Das hat den Hintergrund, dass wirklich, also Sie kennen das ja auch vom eigenen Suchverhalten wahrscheinlich, wenn man dann was googelt, man klickt eigentlich häufig auf den ersten, auf das erste Ergebnis, vielleicht mal auf das zweite oder dritte, aber recht viel weiter schaut man eigentlich nicht mehr. Und das ist auch so in Statistiken quasi rausgekommen, dass um die 30% auf den ersten Treffer klicken der Nutzer und 15% nur noch auf den zweiten. Und auf die ersten, also über 50% der Nutzer klicken tatsächlich auf die ersten drei Suchergebnisse. Also wenn ich da schon mal nicht auftauche, verliere ich schon mal über die Hälfte der Website oder der Google-Nutzer. Und das ist natürlich, klar, nicht mein Ziel. Mein Ziel wäre es, da oben aufzutauchen. Wie komme ich überhaupt in Google rein quasi? Das funktioniert durch die Indexierung. Also da gibt es, Google hat quasi den Google-Bot, der crawlt, also der durchsucht, also immer wieder, jederzeit das Internet quasi, crawlt also sämtliche Websites, die es so gibt und nimmt dann Websites in den Google-Index auf. Und sobald ich in den Google-Index aufgenommen bin, genau, kann ich quasi auch Rankings erzielen, also ich kann in den Suchergebnissen auftauchen. Genau, SEO wird eben, habe ich eh schon kurz angeschnitten, in zwei Bereiche aufgeteilt, in On-Page und Off-Page-SEO. On-Page ist eben das, was wirklich auf meiner Seite erscheint, und Off-Page ist das, was außerhalb meiner Seite passiert, also was quasi andere Websites für meine Seite tun. Genau, wir können jetzt hier mal schon mal die erste Umfrage vielleicht starten, mal so eine kurze Bestandsaufnahme, wie viele von Ihnen überhaupt schon SEO-Maßnahmen durchgeführt haben. Ich mache dabei schon mal ein bisschen weiter, während Sie das anklicken. Genau. So, wir haben jetzt mal hier ein bisschen aufgeführt, ja, wo verorte ich den SEO überhaupt in meinem ganzen digitalen Marketing? Also es gibt ja so viele Maßnahmen. Wo passt SEO da rein oder welche Funktion hat SEO auch? Also klar, mein digitales Marketing, meine Website hat natürlich zum Ziel, irgendwie sichtbar zu sein. Also ich brauche eine gewisse Sichtbarkeit oder ich will auch eine gewisse Sichtbarkeit für meine Website, um dann natürlich auch Traffic auf meine Website zu bringen, also viele Nutzer auf meine Website zu kriegen, die ich dann eben über eine Conversion auch zu quasi sinnvollen Nutzern natürlich überführen kann, um damit dann auch Leads zu generieren, Umsatz zu machen, Förderungen zu bekommen, Partner zu finden, die dann eben ja mein Netzwerk ausbauen und meinen Gewinn ausbauen. Das ist ja so ein bisschen dieser Prozess. Und SEO führt quasi dazu, dass ich mehr Sichtbarkeit bekomme. Also mit SEO kann ich das sehr gut nochmal auf ein neues Level bringen und kann das quasi pushen, dass ich mehr Sichtbarkeit bekomme, um da Nutzer auf meine Website zu bekommen. Was aber auch wichtig ist, es gibt natürlich noch weitere Maßnahmen, also wie zum Beispiel SEA. Also SEA ist Search Engine Advertisement, also das sind die Google Ads. Auch Social Media und auch Newsletter bringen natürlich Sichtbarkeit für meine Seite. Es macht aber schon Sinn, SEO da ja relativ weit vorne zu machen, weil alles, was ich mit SEO machen kann, hat auch wieder Auswirkungen auf die anderen Kanäle. Also die profitieren quasi davon, wenn meine Website für Suchmaschinen optimiert ist, dann profitiert auch Social Media davon. Also dann profitieren auch meine Social Media Beiträge davon. Wichtig ist es da eben immer, dass man das im gesamten Kontext auch sieht und diese Kanäle auch verbindet. Ja, ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel mitgebracht, wie so eine Google-Anfrage aussieht. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Stiftung, mal ganz platt Stiftung googelt, bekommt man hier so ein Ergebnis. Man sieht allerlei, jeder kennt es irgendwie. Hier oben habe ich quasi meine Suchanfrage.
Man selber weiß ja, was man da für verschiedenste Dinge auch eingibt. Und direkt drunter sind meistens Google-Anzeigen. Also man sieht es ja mit diesem kleinen Anzeigetext daneben dran. Google-Anzeigen kann ich nicht mit SEO beeinflussen. Also Google-Anzeigen ist SEA. Das werden wir uns heute auch nicht anschauen, weil das eigentlich ein komplett eigenes Thema nochmal ist. Dafür ist jetzt die Zeit auch zu knapp. Genau, aber die erscheinen meistens eben weit oben. Genau. Darunter habe ich dann aber direkt ein organisches Suchergebnis. Und die organischen Suchergebnisse, die sind das, was wir mit SEO eben beeinflussen können und beeinflussen wollen. Also wir können mit SEO zum Beispiel beeinflussen, was steht da für eine Überschrift, was steht da für ein Beschreibungstext. Also hier zum Beispiel auch der Beschreibungstext, sieht man schon, wird am Ende mit Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt. Sowas sollte vielleicht im besten Fall nicht sein. Also diesen Text kann ich zum Beispiel auch möglichst gut nutzen, um meinen Nutzer da auch mit diesem Text schon auf meine Website zu führen. Und dann gibt es noch allerlei anderes Zeug, was man hier sieht. Diese weiteren Ergebnisse sind sogenannte Featured Snippets. Da habe ich quasi nochmal zusätzlichen Platz auf Google. Also ich kann zum Beispiel durch Wikipedia gefeatured werden, also hier auf der rechten Seite oben. Ich kann auch in diese ähnlichen Fragen aufgenommen werden, dass da vielleicht ein Inhalt von meiner Website aufgenommen wird. Auch das ist natürlich ein Vorteil, wenn meine Website, wenn meine Seite für eine Frage so gut optimiert ist und eine Frage, die häufig gestellt wird, so oft beantwortet oder so gut beantwortet, dass sich Google auch denkt, okay, diese Seite beantwortet jetzt die Frage vieler Nutzer so gut, dass wir die hier mit reinnehmen. Und natürlich unten auch die lokale Suche. Auch damit kann ich mir nochmal zusätzlichen Platz verschaffen. Genau. Ja, das Ranking, also Ranking habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, also diese Platzierung quasi in der Rangliste aller Suchergebnisse, die ist von wirklich vielen Faktoren auch beeinflusst. Da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe die jetzt hier mal in dieser Grafik aufgezeichnet. Das ist so eine Art Periodensystem quasi. Je dunkler die Kästen sind, umso wichtiger sind diese Faktoren fürs Ranking. Also Google beurteilt quasi meine Website nach verschiedenen Faktoren. Bestimmt dadurch, okay, soll diese Seite jetzt auf Seite 1 erscheinen, soll sie auf Seite 5 erscheinen, soll sie auf Seite 10 erscheinen. Und da sieht man schon, dass auch ganz wichtig ist, diese linke Spalte, der Content. Also für Google ist mittlerweile wirklich am wichtigsten, wie ist die Qualität des Contents, wie sind die Inhalte auf der Seite, ist es ein guter, wichtiger Content zur Suchanfrage des Nutzers. Also ich kann eine noch so technisch gut ausgestattete Seite haben, wenn der Inhalt aber schlecht ist oder wenn der Inhalt nicht ausreichend ist, wenn ich zu wenig Inhalt habe, dann wird die Seite wenig Möglichkeiten haben oder wenig Chancen haben, relativ weit oben zu erscheinen. Genau, diese roten Felder sind zum Beispiel auch Punkte, die man vermeiden sollte. Das ist zum Beispiel wenig Inhalte, versteckte Inhalte. Also wenn meine Seite zum Beispiel, wenn ich manche Seiten nur durch 6, 7, 8 Klicks erreiche oder selbst durch 4, 5 Klicks, ist es schon nicht so gut, weil der Nutzer natürlich sehr lange braucht, um die Inhalte zu finden. Genau, da ist eben der linke Bereich, bespielt diesen ganzen On-Page-Teil. Also wir haben die Inhalte, wir haben auch die Struktur natürlich. Also wie oft habe ich irgendwelchen doppelten Content, auch das sollte vermieden werden. Wie klar ist die Struktur, wie schnell findet sich der Nutzer da zurecht? Und auf der rechten Seite habe ich den Off-Page-Teil, auch der ist, wie man sieht, eben sehr wichtig, neben dem On-Page-Teil, dass ich eben gute, seriöse Links auf meine Seite habe, dass ich auch meine sozialen Kanäle mit einbinde, dass ich ein hohes Vertrauen für meine Seite einfach habe, durch das Google dann beurteilen kann, okay, die Seite scheint gute Ergebnisse für meine Suche zu bieten. Genau, ja, wie fängt man jetzt eigentlich an? Was muss man jetzt eigentlich machen? Was heißt überhaupt SEO durchführen? Also wichtig ist, dass man hier eben wirklich SEO als eine Maßnahme im gesamten Marketingplan sieht. Ich muss mir am Anfang auf jeden Fall überlegen, was sind meine Ziele, was sind meine Zielgruppen? Und die überlege ich mir nicht nur für SEO, die überlege ich mir natürlich mal für mein gesamtes Marketing. Und da wird SEO dann eben angedockt und soll diese Gesamtziele natürlich auch unterstützen. Dann im nächsten Schritt macht es am meisten Sinn, einfach mal eine Status-Quo-Analyse zu machen, also sich mal anzuschauen,
wie steht denn meine Seite jetzt da? Welche Rankings habe ich jetzt schon? Welche Keywords, welche Begriffe sind auf meiner Seite? Welche Themen bespiele ich schon? Und sich daraus dann Handlungsempfehlungen zu überlegen, die ich eben verbessern möchte. Genau, also das wäre ein wichtiger Punkt zum Beginn. Und aus diesen Handlungsempfehlungen kann ich dann natürlich weitere Schritte ableiten. Ich brauche dann natürlich auch eine technische Basis. Also klar, ich brauche irgendeine Art von Content-Management-System. Das kann WordPress sein, das kann Joomla sein, Typo 3. Da gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Aber ich brauche auf jeden Fall die technische Voraussetzung, natürlich SEO erstmal zu machen. Ich brauche eine technische Voraussetzung, dass meine Website für Suchmaschinen optimiert werden kann, dass die zum Beispiel auch für Smartphones optimiert ist, also dass die eine mobile Version hat. Ohne diese technische Basis kann man SEO auch schlecht durchführen. Dann sollte ich mir natürlich überlegen, ob ich gewisse Tools nutze oder man sollte auch, also um SEO ja, durchzuführen, um es auch zu tracken, um das zu monitoren, brauche ich gewisse Tools. Ich brauche ein SEO-Tool, das mir eben sagt, welche Rankings habe ich denn, wie stehe ich denn da. Auch da gibt es verschiedenste Tools, das sind jetzt hier nur Beispiele. Ich brauche ein Tracking-Tool für den Traffic, also wie viele Suchanfragen habe ich auf meiner Seite, wie viele Klicks habe ich, auf welchen Seiten steigen meine Nutzer denn aus. Und ich kann natürlich auch immer die Google Search Console nutzen. Bei der Auswahl der Tools ist es so, lieber sucht man sich 1, 2 Tools, die man wirklich regelmäßig nutzt, statt dass ich ganz viele Tools habe, die ich irgendwie dann aber alle nicht beherrsche. Also lieber richte ich mir 1, 2 Tools wirklich gut ein, nutze die regelmäßig. Bei der Wahl soll ich natürlich kurz einmal auf den Datenschutz beachten. Also auch da gibt es verschiedene Tools, die verschiedenen Richtlinien entsprechen, dass man da eben bei der Auswahl einmal darauf achtet, dass das auch zum Unternehmen passt. Genau, wir können hier mal die zweite Umfrage vielleicht machen, ob Sie schon Analyse-Tools nutzen, welche Tools Sie nutzen. Genau, ich gehe dabei schon mal auf den nächsten Punkt ein. Was ich noch für einen Start von SEO brauche, ist irgendwie eine Art von Dokumentation. Also ich sollte mir am Anfang irgendwie eine Liste anlegen, die mal meine Seitenstruktur darstellt. Dass ich mich erstmal auskenne, wie ist meine Seite aufgebaut, welche Seiten habe ich, passen die so zusammen, kann ich vielleicht welche nochmal zusammenführen, weil die eigentlich denselben Inhalt haben. Und habe ich vielleicht auch irgendwelche Seiten, die ich jetzt neu aufbauen möchte, die aber mit einer alten Seite korrelieren. Also auch dann kann ich mir überlegen, okay, muss ich jetzt vielleicht von der alten Seite mal eine Weiterleitung einrichten? Auch da sollte man eine Liste führen, welche Weiterleitungen, also es sind 301, 302 Weiterleitungen, welche laufen da gerade oder welche haben wir gerade eingeführt und dass man die eben immer aktuell auch hat. Genau. Ich gehe jetzt mal weiter. Genau. Jetzt gehen wir mal auf diese Suchanfragen ein. Also auf welche Suchanfragen soll denn meine Seite ranken? Was sollen die Nutzer googeln, damit meine Seite erscheint? Und das ist eigentlich die Frage, die man sich immer überlegen sollte. Wen will ich erreichen? Was ist mein Nutzer? Welche Nutzer will ich erreichen? Was will der auch, der Nutzer? Oder was wollen die Nutzer, die irgendwie nach einem Thema suchen, das zu mir passt? Und was will und was kann ich ihnen anbieten? Also auch da, welche Inhalte habe ich denn als Unternehmen oder als Organisation? Welche Themen habe ich? Welchen Content kann ich irgendwie anbieten? Habe ich irgendwelche Dokumente? Habe ich irgendwelche Anmeldeformulare, habe ich irgendwelche Definitionen, die ich meinem Nutzer, den ich auf meiner Seite haben möchte, auch anbieten kann. Und da merkt man schon, also es ist immer am wichtigsten, auf den Nutzer zu optimieren. Also auch Google macht es mittlerweile so, dass die sich wirklich die Nutzerfreundlichkeit auch anschauen und sich überlegen, passt diese Seite zum Nutzer? Also früher war das ein bisschen technischer, da ging es dann darum, wer hat den Suchbegriff am häufigsten auf seiner Seite und die Seite stand irgendwie oben. Dann hat man mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund quasi möglichst häufig diesen Begriff untergebracht. Das ist jetzt heute zum Glück nicht mehr so. Also heute spielen da einige Faktoren mehr mit rein, die eben das beste Nutzererlebnis dann auch ermöglichen sollen. Jetzt haben wir schon viel über Keywords gesprochen. Die Frage ist natürlich, okay, wie komme ich denn an meine Keywords? Also Keywords sind quasi die Suchbegriffe, die zu meiner Seite führen sollen. Die Keywords müssen aber jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht möglichst häufig auf der Seite vorkommen.
Wichtig ist, dass meine Seite für dieses Keyword quasi das beste Ergebnis liefert. Also, dass der Nutzer und damit natürlich auch die Suchmaschine sich denken oder merken, okay, diese Seite hat den besten Inhalt. Und diese Keywords kriege ich zum einen raus, indem ich mir mal die Suchanfragen anschaue. Also was wird denn gesucht in meinem Themenfeld? Da gibt es verschiedenste Tools, die ich nutzen kann. Da gebe ich dann zum Beispiel, da kann ich mal Stiftung eingeben. Da kann ich mal Stiftung, Bildung und Erziehung eingeben. Da kann ich Förderbereiche Stiftung eingeben und mal schauen, okay, welche Begriffe werden häufig gesucht und welche will ich auch bespielen. Welche passen zu mir? Ich kann mir dann noch anschauen, wie häufig werden welche Begriffe gesucht und was sind vielleicht verwandte Themen, die ich auch bespielen kann, mit denen, die vielleicht noch nicht so viele andere Seiten bespielen, die ich aber bespielen kann, wodurch ich natürlich die Möglichkeit habe, auch mit weniger Wettbewerb weiter oben auf der Seite zu erscheinen. Und dann, wenn ich mir mal so einige Begriffe zusammengesucht habe, meine Liste angefertigt habe, kann ich mich dann auf einige wichtige Hauptkeywords festlegen, auf die ich dann eben meine Seiten optimieren möchte. Da ist es wichtig zu beachten, dass ich pro Seite nur ein Keyword haben sollte. Also eine Seite sollte einfach ein Thema bespielen, nicht fünf verschiedene Themen. Genau, und pro Keyword soll es auch nur eine Seite geben, also pro Thema eine Seite. Weil sonst sticht man sich natürlich irgendwie auch gegenseitig aus oder sich selbst aus. Wenn man zwei gute Seiten zu einem Thema hat, dann weiß Google auch nicht so recht, welche sollen wir jetzt nehmen, warum haben die zwei Seiten. Genau, die führt man dann lieber zusammen und fügt sie zu einer sehr guten Seite zu diesem Thema zusammen. Genau. Jetzt gehen wir mal direkt ins Doing. Also wenn ich jetzt meine Keywordliste habe, dann ist natürlich okay, gut, jetzt habe ich meine Keywords, was muss ich jetzt damit tun? Weiterhin sollen die Keywords natürlich schon irgendwo auf der Seite auftauchen. Klar, wenn ich diese Begriffe nirgends auf der Seite habe, weiß der Nutzer nicht, weiß Google nicht, um welches Thema es jetzt auf diese Seite auch eigentlich geht. Deswegen kann man in der On-Page-Optimierung verschiedenste Bereiche anschauen. Also ich kann mir natürlich die Überschriften anschauen. Ist meine Überschrift ansprechend? Steht da nur ein Wort oder steht da vielleicht wirklich eine Erklärung, was auf dieser Seite passiert? Habe ich in der Überschrift mein Keyword benutzt? Also eben zum Beispiel Stiftung, Bildung und Erziehung. Wenn ich die Stiftung bin für Bildung und Erziehung, dann macht es schon Sinn, diesen Begriff irgendwo auf meiner Seite unterzubringen. Oder wenn ich meine Startseite zum Beispiel dafür optimieren will, weil ich mich als Stiftung in diesem Bereich positionieren möchte, dann macht es auch Sinn, die Startseite vielleicht auf dieses Thema zu optimieren, anstatt unbedingt vielleicht auf den Stiftungsnamen, weil für den werde ich sowieso höchstwahrscheinlich gefunden. So schaue ich mir eben die Überschriften an. Die Überschrift, also die oberste Überschrift ist die H1, quasi in der Priorität ganz oben. Da sollte eben schon mein Thema irgendwo vorkommen, aber auch in den weiteren untergeordneteren Überschriften sollten themenverwandte Inhalte natürlich angesprochen werden. Also auch themenverwandte Begriffe sollten auf der Seite untergebracht werden, sodass eben Google und die Nutzer wissen, um was es auf dieser Seite geht. Genau, wichtig ist auch, dass man nur eine H1 hat, um Google eben hier schon so ein Signal zu geben, hier schaut, das ist meine H1, das ist mein Hauptthema dieser Seite. Dann schaue ich mir natürlich den Text an, kommen hier meine Themen vor, kommen hier meine Keywords vor, aber auch da bitte darauf achten, dass es möglichst natürlich einfach verwendet wird. Also es hilft mir nichts, wenn ich irgendwie unnatürlich häufig dieses Keyword unterbringe. Das versteht Google auch recht schnell. Und auch für den Nutzer ist es dann nicht mehr schön zu lesen. Also ich will ja auch für den Nutzer ein gutes Nutzergefühl, ein gutes, gutes Leseverhalten irgendwie ermöglichen. So dass ich da natürlich einen ganz normalen, guten Text einbauen kann, der nicht zu kurz ist, der nicht zu lang ist, der schön gegliedert ist, vielleicht mit Zwischenüberschriften und mit dem ich dadurch dem Nutzer eben das Lesen erleichtere, ihn auf meiner Seite halte und gleichzeitig natürlich dieses Thema behandle. Auch in der URL, auch die URL kann ich beeinflussen. Also das ist hier auf dem rechten Bildschirm eben ganz oben zum Beispiel sieht man, wie dieses Suchergebnis der Seite ausschaut. Das ist jetzt ein Beispiel von unserer Seite.
dass ich hier die URL quasi auch sprechend benenne. Das heißt, da sollte irgendwie mein Thema vorkommen. Also die URL sollte jetzt nicht heißen irgendwie www.stiftung.de/xyz345, weil dann natürlich niemand mehr weiß, um was geht es jetzt auf dieser Unterseite von meiner Website, sondern da kann ich schon 2-3 Wörter unterbringen, sodass ich eben hier schon mal auch mein Thema zeige, sodass der Google-Crawler weiß, um welches Thema geht es, aber auch die Website-Nutzer wieder wissen, wo sie sich jetzt gerade befinden. Und dann habe ich hier, das sieht man auch auf der rechten Seite eben sehr schön in dem Bildschirm, die Meta-Tags. Das sind einmal der Meta-Title oben, wo man ja einmal auch wieder den Titel der Seite nennt und das Unternehmen mit dazu nimmt oder die Organisation. Auch das sollte man auf jeden Fall im Titel machen. Also, dass man, so wie bei uns jetzt eben am Ende nochmal Faktum mit dazu schreibt, wenn man es selber nicht macht, dann zieht sich Google das meist selber dazu. Der Vorteil so ist, ich kann die Länge selbst bestimmen, ich kann sagen oder ich sehe, wann diese Überschrift zu lang ist und mit Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt wird und ich kann so natürlich mein Thema da gut darstellen. Genau, die Meta-Beschreibung ist auch ein Teil der Meta-Tags, das ist eben dieser kurze Beschreibungstext, den man auch bei den Google-Ergebnissen immer unten dran sieht. Auch den kann ich eben beeinflussen. Das geht, also im CMS, in den Tools gibt es meistens irgendwelche Plugins oder irgendwelche Stellen, wo man diese SEO-Tags einfügen kann. Und da kann ich eben auch die Beschreibung einfügen, wo ich nochmal kurz in anderen Worten oder ein paar mehr Worten erkläre, um was es geht und auch so einen kleinen Call to Action einbauen kann. Also wie hier jetzt lesen Sie hier mehr. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es tatsächlich, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viele Prozent, aber dass viele Nutzer wirklich öfter draufklicken, wenn am Ende sowas steht. Also so ein Aufruf nochmal. Das sollte man jetzt natürlich auch nicht inflationär nutzen, aber hier und da kann man das schon mit einbauen. Genau, dann schaue ich auf meiner Seite noch, okay, wie viele interne Verlinkungen habe ich? Habe ich Bilder verwendet? Habe ich PDFs verwendet? Weil auch die sind natürlich für den Nutzer schön zu lesen oder anzuschauen auf der Seite. Der Nutzer hält sich auch länger auf meiner Seite auf. Auch das ist wieder ein gutes Signal für Google, wenn sich der Nutzer lange auf der Seite aufhält, scheint die Seite ja schon irgendwie relevant für ihn zu sein. Also das sollte ich mir alles überlegen, wenn ich meine Seite aufbaue, dass die irgendwie für den Nutzer sinnvoll ist, dass sie sinnvollen Inhalt enthält, aber auch schön aufgebaut und leicht zu lesen und leicht zu durchschauen auch. Genau, jetzt haben wir hier mal so ein paar häufige Fehler. Ich gehe jetzt nicht alle einzeln durch, aber was eben oft so Fehler sind, die man wirklich auch leicht ausbessern kann. Also oftmals fehlen die Meta-Tags. Ich habe dann keine Description, ich habe keinen Titel. Das zieht sich Google dann selbst aus meiner Seite. Das sind meistens dann in der Description irgendwie die ersten 1-2 Sätze. Ist natürlich nicht unbedingt immer gleich der Inhalt, den ich auf Google präsentieren will. Also oftmals fange ich ja eine Seite auch anders an, um irgendwie zum Thema hinzuleiten. Deswegen nutzen Sie auf jeden Fall diese Meta-Tags, fügen Sie die ein. Auch eine leere H1-Überschrift, also die wichtigste Überschrift fehlt auf manchen Seiten. Da ist zwar eine Überschrift, aber die ist dann nicht als H1 definiert. Manchmal gibt es auch, okay, ich habe irgendwelche Themen, ich habe relevante Themen für mein Unternehmen, für meine Organisation. Da gibt es aber irgendwie gar keine Seite so wirklich dazu. Also das kommt überall mal so ein bisschen vor, aber es gibt keine einzelne Seite. Auch das kann man ja ganz leicht mal ändern, dass man eine Seite wirklich zu dem Thema mal schön aufbaut. Auch fehlerhafte Seiten sind natürlich nicht gut. Das ist auch so ein negatives Signal, wenn der Nutzer auf einen Link klickt, der auf eine weiterführende Seite führen soll und die gibt es dann nicht. Da kommt dann 404-Fehler. Auch sowas sollte auf jeden Fall dringend vermieden werden. Genau, genauso, ja, wenn ich keine internen Verlinkungen habe und der Nutzer gar nicht weiß, was er jetzt tun soll, also das sind dann so Sackgassenseiten, auch die sollte ich vermeiden. Genau, also es gibt viele Punkte, die ich wirklich auch schnell und einfach und immer mal auch so nebenbei im Alltag irgendwie optimieren kann, ohne dass das jetzt ein ja, richtig großer, langwieriger Aufwand ist. Genau. Um meine Optimierungen natürlich auch zu checken, um zu wissen, ob es überhaupt funktioniert, bietet sich natürlich an oder sollte man auf jeden Fall regelmäßig das auch monitoren. Also ich sollte mir überlegen, was sind denn meine KPIs, was sind meine Kennzahlen, was will ich irgendwie festhalten, was ist mir wichtig? Es ist mir wichtig, dass der Nutzer
sich möglichst lange auf der Seite aufhält? Ist es mir wichtig, dass ich ganz viele Klicks auf die eine Seite habe? Ist es mir wichtig, dass viele mein Kontaktformular ausfüllen? Oder ist es mir wichtig, dass ich mit möglichst vielen relevanten Keywords auch in den Top 10 lande? Also in den Top 10 heißt eben in den ersten 10 Ergebnissen, also auf der ersten Seite. Genau, also auch da sollte ich mir erstmal überlegen, was sind meine Kennzahlen und die dann eben regelmäßig monitoren. Die trage ich mir am besten in mein Tracking-Tool ein und schaue mir dann monatlich oder quartalsweise die Zahlen an. Also wir machen das oft monatlich in einem kleineren Reporting und dann vielleicht quartalsweise in einem größeren, wo man dann auch nochmal genauer auf einzelne Bereiche eingehen kann. Und aus diesem Monitoring kann ich dann natürlich wiederum Handlungsempfehlungen ableiten. Also ich kann mir dann anschauen, habe ich meine Ziele irgendwie erreicht, verbessern sich meine KPIs oder stagnieren die irgendwo und wo kann ich jetzt noch nachbessern? Und so kann ich meine Seite eben immer weiter optimieren und wie in so einem, ja, Strudel quasi, irgendwie ganz klein anfangen und durch die Bewegung und durch die Optimierung immer weiter steigern. Genau, und deswegen ist das Monitoring natürlich auch wichtig, weil sonst optimiere ich meine Seite und weiß dann aber irgendwie überhaupt nicht, ob es jetzt was gebracht hat oder was es mir jetzt gebracht hat. Genau, also sollte man auf jeden Fall durchführen. Sowas kann man zum Beispiel auch gut auslagern, wenn man die Seite einmal im Monat oder alle 3 Monate tracken lässt und mal so ein Reporting erstellen lässt. Genau. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, der Off-Page-Optimierung. Also da ist es eben, wie gesagt, geht es in der Off-Page-Optimierung darum, möglichst auch nach außen hin quasi meine Seite als wichtige Seite für ein gewisses Thema zu positionieren. Also da spricht man dann oft von Backlinks. Also ein Backlink ist eben ein Link, der von einer anderen Website auf meine Seite führt. Das heißt, wenn zum Beispiel Partner oder Kunden auf mich verlinken, ist schon mal ein guter Verweis, weil das ist natürlich eine Art Referenz. Auch da, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn irgendwelche Partner noch nicht auf meiner Website verlinken, kann man ja einfach mal nachfragen. So, ja, wir sind gerade dabei, irgendwie ein bisschen SEO zu machen für unsere Website. Wir wollen Suchmaschinen ein bisschen optimieren. Könnten Sie nicht, Sie haben doch eh hier Ihre Partnerseite, da auch einen Link auf unsere Website stellen. Genauso sind auch Gastbeiträge in Medien oder Gastbeiträge auf anderen Blogs eine Möglichkeit, sich zu positionieren und einen Link zu bekommen. Auch durch die Pressearbeit natürlich. Also die Pressearbeit kann natürlich für sich laufen. Ich kann die aber auch für SEO wiederum nutzen. Also auch da sieht man schon die Verzahnung von verschiedenen Kanälen, dass ich bei beiden so ein bisschen auch an das andere denke. Also ich kann mit der Pressearbeit natürlich auch eins meiner Themen, eins meiner Keywords bedienen und dadurch auch einen Backlink von der anderen Seite direkt für dieses Thema bekommen. Auch da kann man mal quasi ein bisschen verknüpfter denken. Ich kann mir natürlich eine Wikipedia-Seite aufbauen. Von Wikipedia bekommt man auch meistens eben Links, das kennt man ja. Ganz kurz, von Wikipedia sind es nicht nachverfolgbare Links quasi. Also die geben nicht direkt den Wert der Seite weiter. Es ist aber schon so, dass es trotzdem ein gutes Signal sendet. Wenn es eine Wikipedia-Seite, eine anständige, zu meiner Seite gibt, sendet es schon ein gutes Signal. Genau, also das sind so Möglichkeiten, wie ich zum Beispiel Backlinks bekommen kann. Wichtig dabei ist es, dass ich darauf schaue, dass es sehr hochwertige Links sind. Also es bringt mir nichts, es wird einem oft irgendwie angeboten, keine Ahnung, dass man Links, so und so viele Links für ein paar Euro kaufen kann. Das sind dann aber sehr, unseriöse Links von unseriösen Seiten. Das sind dann vielleicht nur so Linksammlungen. Sowas sendet jetzt kein sehr gutes Signal für meine Seite. Also wichtig ist es, dass ich eben Links von hochwertigen Seiten habe und Links von vielen verschiedenen hochwertigen Seiten. Also lieber habe ich wenige Links von vielen verschiedenen hochwertigen Seiten, anstatt ganz viele Links von einer schlechten Seite oder von wenigen schlechten Seiten oder auch von vielen schlechten Seiten. Genau, also lieber weniger und hochwertig, lieber mehr Qualität als Quantität. Genau, und diese Backlinks werden natürlich so als Empfehlung irgendwie auch gesehen. Genau, jetzt können wir mal nochmal vielleicht die dritte Umfrage starten, wo jetzt auch so Backlinks mit reinspielen. Genau, ob Sie, ja, was Sie noch so interessieren würde, weil wir jetzt hier natürlich nur gerade
ganz kurz und knapp auf On-Page-Optimierung vor allem eingegangen sind. Genau, dass Sie noch mal kurz sagen, ja, würden Sie gerne noch mal tiefer in SEO einsteigen? Also auch das ist problemlos möglich, dass wir noch mal konkreter auf ein paar Optimierungsmöglichkeiten eingehen, auch vielleicht auf die Featured Snippets eingehen können, auch auf SEA, also irgendwie diese Google Ads, Google Anzeigen, dass man sowas mit reinnimmt. Genau, oder Backlink-Strategie oder auch allgemein Website-Aufbau. Also auch das habe ich vorhin ja kurz mal angeschnitten. Auch da kann man natürlich viel genauer nochmal drauf eingehen. Genau, ich mache jetzt währenddessen mal schon mal weiter. So, genau. Also jetzt habe ich ja recht viel und knapp und schnell wahrscheinlich erzählt. Was wären denn jetzt so konkrete nächste Schritte? Also auch da haben wir mal hier das kurz so ein bisschen aufgeführt. Also zuerst, theoretisch mein erster Schritt wäre eine Status Quo-Analyse. Um die durchführen zu können, muss ich natürlich erstmal meine Tools implementieren, damit die Seite tracken können, die Seite mal crawlen können, Zahlen aufnehmen können und dann macht es auf jeden Fall Sinn, eine Status Quo-Analyse zu machen. Sowas machen wir eben auch in Kundenprojekten oft im ersten Schritt. Das sieht dann so aus, wir haben irgendwie drei größere Bereiche. Eben zum einen schauen wir uns die Sichtbarkeit an. Das machen wir mit dem Tool Sistrix. Und schauen uns dann erstmal an, okay, wie verständlich ist die Struktur, wie ist so die Nutzerfreundlichkeit der Seite, hat die Seite interne Verlinkungen, weil auch die internen Verlinkungen für Google eben extrem wichtig sind. Also Google crawlt auch oft anhand der internen Verlinkungen, also gar nicht anhand der Struktur oben oder der Hauptnavigation, sondern oft auch anhand der Verlinkungen auf der Seite. Wir schauen uns an, ja, was habe ich denn gerade für Top 10 Rankings, was habe ich für Top 100 Rankings und sind da auch meine relevanten Keywords dabei? Oder habe ich vielleicht nur irgendwelche Rankings auf Begriffe, die gar nicht wirklich mich und meinen Bereich betreffen? Wir schauen uns auch an, wie ranken denn die Wettbewerber, wie stehen die da, was haben die für Themen, für Bereiche, wie kann man sich da irgendwie auch positionieren in dem Zusammenhang? Und genau, machen dann auch eine Liste mit allen On-Page-Fehlern, also genau das, was wir vorhin in diesen Kacheln gesehen haben. Da genau erstellen wir eben eine Liste, welche On-Page-Fehler gibt es, wie viele fehlerhafte Seiten gibt es und auf welchen Seiten kommen die vor, wo fehlen noch die Meta-Tags, also all solche Sachen ziehen wir dann eben raus, die man dann natürlich auch schön der Zeit nach irgendwie abarbeiten kann. Und wir schauen uns die Backlinks an, also auch die Anzahl der Backlinks, aber eben auch die Qualität. Also auch da nochmal eben der Hinweis darauf, dass es nicht viel bringt, ganz viele schlechte Backlinks zu haben. Genau. Und im nächsten Bereich schauen wir uns den Traffic an. Also wie viele Suchanfragen habe ich, wie viele Klickzahlen habe ich, wie lang bleiben die Nutzer auf meiner Seite, auf welchen Seiten steigen die ein. Aber auf welchen Seiten springen die auch ab? Also auch meine Absprungseiten sollte ich mir anschauen und mir dann natürlich überlegen, okay, warum verlässt jetzt der Nutzer häufig auf dieser Seite meine Seite? Und was kann ich tun, um ihn irgendwie länger auf der Seite zu halten, um ihm da nochmal einen Mehrwert zu bieten? Also wenn es immer dieselbe Seite ist, füge ich vielleicht nochmal ein PDF ein oder ich setze nochmal einen internen Link oder ich füge nochmal irgendwie so einen Aufruf hinzu, dass man sich gerne melden soll oder dass man sich gerne nochmal hier die andere Seite dazu durchlesen kann. Und so kann ich eben auch meine Absprungrate ein bisschen verringern. Genau, und am Ende der Status Quo-Analyse erstellen wir eben Handlungsempfehlungen, dass wir eben sagen, okay, es gibt jetzt verschiedene Bereiche, die optimiert werden sollten oder die optimiert werden können. Und daraus gibt es dann eben verschiedene Arbeitspakete, wo wir dann eben absprechen, okay, wer erledigt jetzt was, was kann vielleicht in-house gemacht werden, was macht auch Sinn, vielleicht auszulagern. Und so kann man dann ganz schön die Optimierung quasi durchgehen. Und aus meinen Handlungsempfehlungen erhalte ich dann natürlich auch eben in der linken Liste eine To-Do-Liste, eine Priorisierung, die ich dann natürlich nach und nach abarbeite, wo ich meine Strukturliste aktualisiere, wo ich meine Weiterleitungsliste aktualisiere. Und wo ich dann immer wieder natürlich auch mein Monitoring mit einfüge. Wichtig ist hier eben noch ganz kurz auch der Hinweis, mit einmal ist das Ganze natürlich nicht getan. Also SEO ist auch nicht so ein Einmalprojekt. SEO ist eigentlich was im Alltag mitlaufen sollte, mitlaufen kann auch. Also wenn ich dann natürlich meine Optimierungen gemacht habe, mache ich ein Monitoring, sehe, okay, viele Bereiche haben sich vielleicht verbessert,
Aber es gibt wieder in anderen Bereichen nochmal was zu tun. Oder jetzt beschäftige ich mich vielleicht dann mal mit den Featured Snippets oder jetzt schaue ich mir mal meine ganzen Bilder an. Sind die alle optimiert? Haben die alle einen guten Dateinamen? Haben die alle eine gute Vertaggung? Also auch das sind Punkte, die ich mir dann nochmal anschauen kann. Genau, und so kann man das ganz schön als kleinen Punkt einfach in seinen täglichen Alltag im digitalen Bereich integrieren. Genau, jetzt sind wir soweit, wäre ich jetzt mal durch. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Fragen gibt. Ja, bevor Fragen natürlich sehr gerne gestellt werden, darf ich erstmal an Sie, Frau Dietrich, einen herzlichen Dank erstmal ausrichten. Wunderbar in der Zeit, also Fragen können gerne noch eingereicht werden. Vielen Dank für die Vielfältigkeit. Vielleicht darf ich von meiner Seite aus mir eine Rückmeldung oder auch eine Frage stellen. Ich schwanke zwischen, wow, ist das klasse, wow, ist das detailliert, bin zu, puh, ist das schwierig. Und zwar jetzt einfach mal so ganz klassisch, Sie wissen, eine Vielzahl der Stiftungen, Vielzahl der NPOs haben vielleicht einen kleinen hauptamtlichen Stab oder auch manchmal ja neben Ehrenamtliche. Ist das überhaupt zu schaffen für jemanden, der vielleicht Geschäftsführer und Projekterfüller in einer Person ist oder der es vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, nebenher macht? Muss ich da gleich Sie einschalten? Also wie gesagt, es ist faszinierend, aber auch sehr detailliert. Also vielen Dank nochmal auch für die Tiefe. Ja, was würden Sie dazu sagen zu dieser Frage? Genau, also ich würde sagen, also das ist eigentlich auch das Schöne an SEO, dass man auch schon mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Also klar, man kann jetzt das alles, was ich hier vorgestellt habe, in aller Tiefe machen, aber man kann das auf jeden Fall auch in kleinen Häppchen mit kleinen Verbesserungen machen. Also allein zum Beispiel schon, wenn ich meine Meta-Tags mal anpasse, wenn ich Überschriften mal überall gut definiere und gut formuliere und da meine Themen, meine Keywords auf die Seiten verteile. Also dadurch kann man schon viel machen. Und es macht natürlich schon Sinn, da im Vorfeld vielleicht mal eben so eine Analyse zu machen. Also was gibt es denn für Bereiche? Und wir machen das zum Beispiel schon. Wir arbeiten eben auch da viel mit Stiftungen zusammen, dass wir dann natürlich auch schauen, was macht für die vielleicht Sinn? Was können die auch in ihrem Alltag integrieren? Also was kann man auch mit wenig Zeit jetzt da vielleicht mal gut machen, was bringt? Also von dem her ist das eigentlich das Schöne an SEO, dass man mit wenig Arbeit auch schon Effekte erzielen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man überhaupt mal beginnt. Also es gibt ja bei SEO keine Deadline, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt in 3 Monaten durchgezogen haben, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass da ja auch in dem eigenen Arbeiten eine Sichtbarkeit dafür entsteht, für dieses Thema, dass es eine Wichtigkeit einnimmt, eben auch in der Kommunikation. Und wenn man dann mit kleinen Schritten beginnt, eben wie die Ramona sagt, man nimmt mal die On-Page-Fehler raus, man überlegt, man optimiert mal eine Seite oder 2 Seiten und schaut, wie sich das auf die Keywords auswirkt, wie das sich auf die Sichtbarkeit auswirkt, dann hat man schon begonnen. Ich glaube, man muss es so Schritt für Schritt in seinen Alltag integrieren und dann kann man sehr schöne Erfolge erzielen, vor allem jetzt, wo es eben ganz klar auch so ist, dass die Sichtbarkeit der Seiten immer wichtiger wird, gerade dann, wenn eben keine Veranstaltungen mehr stattfinden, ja, wie jetzt. Aber auch in der Zukunft wird so sein, dass das ganz normal dazugehört, sich mit diesem Thema Sichtbarkeit der eigenen Webseite zu beschäftigen. Ja, vielen Dank. Und da kommt auch gerade eine ganz wesentliche Frage auch rein. Und zwar einfach die Frage nach dem großen Ganzen. Welchen Sinn oder wie effektiv ist dann diese Maschinenoptimierung? Denn es ist in der Tat so, und jetzt wird eine Frage auch hier geschrieben, es gibt einfach sehr, sehr viele gut gemachte Websites, die auch sehr viele tolle Inhalte haben, die es entsprechend schwierig macht, wirklich aufzufallen oder anders ausgedrückt. Lohnt es sich wirklich, und ich muss ganz viel reinstecken an Know-how, an Geld, oder sagen Sie wirklich, mit einigen fundierten Möglichkeiten bin ich schon ziemlich weit oben, weil die ersten 3 werden ja zwar nicht immer, aber fast ausschließlich gelesen. Genau, also da ist es schon so klar, man hat einen Wettbewerb, aber auch da kann ich mir dann überlegen, okay, was sind denn vielleicht auch meine spezifischen Themen? Also man muss dann ja vielleicht nicht auf Stiftung ranken, weil klar, da ist der Wettbewerb sehr hoch, da gibt es eine Wikipedia-Seite, da gibt es ganz viele Seiten, die natürlich irgendwie eine höhere Relevanz ja auch wirklich haben. Aber auch da kann ich mir quasi ein bisschen detailliertere Keywords vielleicht überlegen, detailliertere Themenbereiche, die ich dann für mich so ein bisschen also definiere. Also dann ist es vielleicht nicht Stiftung, sondern ja, Stiftung Bildung und Erziehung zum Beispiel oder noch detaillierter, sodass ich da schon mal mehr Möglichkeiten habe und mir da das nochmal überlege. Und dann ist es aber auch so, es gibt viele gute Seiten, aber auch
die Seiten, die, ja, auch die Seiten sind natürlich in diesem Wettbewerb gefangen. Und wenn man so sich ein bisschen damit beschäftigt und das regelmäßig macht, dann sieht Google schon auch, okay, die tun da was dafür und die sind scheinbar relevant. Also man hat schon auch eine Chance. Und ich glaube, was vielleicht auch ganz wichtig ist, in Ihrem konkreten Bereich, in Ihren Themen sind Sie auch einzigartig immer wieder. Also das heißt, den Content, den Sie schaffen, die Ziele, die Sie erreichen wollen, die Themen, die Sie bespielen, da ist eine hohe Qualität dahinter. Und insofern macht gerade SEO für Stiftungen oder gerade für Einrichtungen mit einer großen Inhaltstiefe ganz besonders viel Sinn, weil die natürlich auch wertvollen Inhalt kreieren können. Und das hat ja die Ramona ganz am Anfang gesagt, das ist besonders entscheidend, gute Inhalte zu erstellen. Und da sehen wir große Chancen. Es ist viel, viel schwieriger, wenn man wirklich ein Produkt verkaufen will. Dann kommt man mit SEO in manchen Punkten auch nicht weiter. Dann muss man Anzeigen schalten, muss mehr tun. Aber diese Besonderheit der eigenen Themen und die gut zu spielen und die inhaltlich richtig darzustellen, das bringt einen gut nach vorne. Und insofern glaube ich, für die meisten von Ihnen macht es definitiv Sinn, diese Sache zu tun. Ja, ich wollte noch was ergänzen. Vielen Dank für den Hinweis darüber. Inhalt, ich denke, dass auch vielleicht ein ganzer Teil der Organisation ja auch einen gewissen regionalen Schwerpunkt haben. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin Oberbayern, ich bin München, ich bin Hamburg, hier und dem, wo man uns heute auch zuhört, dass das oftmals vielleicht auch noch einen ganz entscheidenden Vorteil hat, wenn dieses Thema oder diese regionale Nähe gespielt wird, sodass man sich dann wirklich auch schnell wieder abgrenzen kann und gefunden werden kann. Klar, für sehr große Organisationen, vielleicht im bundesweiten Auftritt ist das anders, aber die werden meistens auch ein entsprechendes Personal, eine entsprechende Tiefe auch haben, um hier diese Themen auch anzugehen. Genau, ja. Ja, jetzt wäre noch Zeit, wenn noch eine weitere Frage sind. Vielleicht, genau. Ramona, weil auch die Frage immer wieder kommt, das Thema Tools. Also das sind ja jetzt unglaublich viele Namen gefallen. Also gerade wenn man diese Toollisten sieht, ich glaube, das ist immer so mit am abschreckendsten, ja, weil man sich so denkt, oh Gott, dann brauche ich 8 Tools, ja, und ich muss mich da einarbeiten. Kannst du vielleicht nochmal was sagen? Wie finde ich das richtige Tool und was kosten eigentlich solche Tools? Also jetzt beispielsweise, ja. Genau, also klar, das richtige Tool, also es gibt sehr viele Tools, die aber alle unterschiedliche Sachen können. Da muss ich mir schon mal überlegen, was will ich wirklich mit diesem Tool machen? Welche Funktionen brauche ich auch? Von den Kosten geht es natürlich von bis. Da gibt es manche Tools, die man teilweise kostenlos nutzen kann, manche, die schon mit geringen Kosten verbunden sind. Natürlich gibt es aber auch sehr aufwendige Tools. Also da lohnt sich schon am Anfang mal zu überlegen, was wollen wir denn tracken? Was wollen wir mit diesem Tool anfangen, welche Funktionen brauchen wir, und dann schaut man sich halt mal 2, 3 Tools an, also darum kommt man wahrscheinlich auch nicht drum rum, dass man sich mal 2, 3 anschaut, die mal vergleicht, sich die vielleicht mal zeigen lässt, genau, und dann eben eins auswählen, und wenn man mal eins nutzt und eins testet, merkt man recht schnell auch, ob das jetzt auch zu einem passt oder ob man vielleicht nach einer Zeit vielleicht doch nochmal mehr Funktionen braucht und nochmal wechselt. Genau, also es ist immer schwierig, da eins direkt zu empfehlen, weil die alle so unterschiedlich irgendwie sind. Also ich kann nur sagen, wir nutzen eben viel Systrix eben für die Sichtbarkeit. Es ist kostenpflichtig, bietet aber wirklich viele Möglichkeiten. Und für den Traffic, gut, da kann man Google Analytics zum Beispiel ja auch gut nutzen. Man kann, ja, wir nutzen teilweise auch Leadlab oder Matomo. Also ja. Es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, auch natürlich, klar, eben nach den Datenschutzrichtlinien, hatte ich ja auch schon gesagt. Genau, da muss man sich wahrscheinlich mal so ein bisschen reinlesen und umschauen. Ja, vielen Dank auch für die natürlich wichtige Ausführung rund um das Thema, was nutzt man und welche Kosten haben wir oder hat die entsprechende Organisation. Ja, vielleicht darf ich noch zum Ausblick und zum Ende etwas sagen. Eine Frage kommt in der Tat auf, was gibt es als nächstes Webinar? Ja, konkret werden wir Richtung November etwas gehen, Richtung Marke. Marke erleben, Menschen gewinnen. Und da werden die Details dann Ihnen frühzeitig zugeben. Wir werden vielleicht auch wieder etwas rund um Vermögensthemen machen. Das ist natürlich dieses Jahr sehr spannend, rund um Corona und was wird kommen. Da lade ich Sie sehr gerne ein. Ja, einladen möchte ich Sie jetzt auch noch ganz kurz, nämlich zu einer Umfrage, natürlich auch vielleicht Angebot und Faktum, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten. Da glaube ich, haben Sie was vorbereitet noch? Das würde ich jetzt gerne anbieten. Das würde ich sehr gerne natürlich einfach zum unverbindlichen ersten Austausch ein bisschen länger hier gerne auf ein Ja einklicken darf.
Also es ist ja so, dass wir immer ein erstes Gespräch auch natürlich kostenfrei führen. Also wir können uns einfach gemeinsam mal die Webseite anschauen, erste Empfehlungen mal geben, mal schauen, was würde Sinn machen, bevor wir dann tiefer einsteigen. Und wenn Sie das möchten, dann kontaktieren wir Sie auch gerne und dann können wir einfach mal gemeinsam über das Thema SEO sprechen. Genau, dann darf ich jetzt im Grunde von meiner Seite nochmal einen herzlichen Dank an Sie beide, gerade an Frau Dietrich und Herr Rüttling zu versenden für diese wirklich fantastischen Ausführungen. Viele, viele Details, viele Themen. Ich glaube auch, dass man neben Sie auch sehr angehen kann. Die nächsten Monate haben wir noch weiter genügend Zeit und wirklich wird so sein, nach Corona wird das Thema Digitalisierung maximal so wichtig sein wie vorher. Also wirklich einfach an Bedeutung nicht mehr klein zu kriegen sein. Das nutzen wir gerne, wenn das Interesse da ist. Jetzt von meiner Seite aus würde ich sagen, auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank für Interesse, auch die Fragen. Und genau, jetzt kommt noch eine Frage, die Präsentation zur Verfügung. Natürlich ganz praktisch, wir werden Ihnen wieder eine Nachricht schicken, wo Sie die Aufzeichnung der Präsentation sehen können. Das stellen wir Ihnen sehr, sehr gerne zur Verfügung, selbstverständlich. Genau. Alles ja, klar, genau. Danke auch von unserer Seite. Genau, von unserer Seite vielen Dank fürs Interesse. Wir freuen uns sehr. Ja, und ich hoffe oder wir hoffen sehr, dass Sie das Abenteuer SEO auch mal für sich starten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Genau. Alles Dankeschön. Klar. Dankeschön. Noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Wiederhören. Wiederschön.